Wer von Ihnen hier denn, wenn wir über diese alten Zeiten reden, zum Beispiel ist denn hier vor 1970 geboren? Sie nicht, ne? Ja, ist in Ordnung, gut. Dass hier so schwer die Arme hochgehen, das kann auch an fortgeschrittener Arthrose liegen, das kann ja auch sein. Ich wollte sagen, es war doch eine tolle Zeit. Ja, also ich habe nur schöne Erinnerungen dran. Ne, eine tolle Kinderzeit. Auch ich meine, da wurden doch noch richtige Typen großgezogen. Richtige Typen, ja. Ich meine, was da heute aus der Plazenta eiert, mit dem... Ja, da kann ich nichts mehr mit anfangen. Ich bin kürzlich über einen Kinderspielplatz gelatscht, ne, und da ist mir eins klar geworden. Bevor ich mir von diesen kleinen Versagern später mal die Rente zahlen lasse, gehe ich lieber später an der Stange tanzen. Gut, ich weiß zwar nicht, wer dafür zahlen würde, aber darum geht es ja auch gar nicht. Aber da turnen diese früh verweichlichten Kopulationsendprodukte über den Rasen, während hektisch kreischende Glucken mit Östrogenüberschuss, und ich meine hier die Männer, während die hinter ihren Kindern herrennen und versuchen, die Kleinen diplomatisch davon zu überzeugen, dass man sich nicht gegenseitig das Schüppchen auf die Fresse haut. Ja? Die Männer sind doch mittlerweile total verweichlicht. Ja? Damals war das noch anders. Da gab es nicht die Kerle, die ihre Kinder, was weiß ich, im Beutel wie Kängurus durch irgendwelche Biosalons schlürren. Ja? Während die Mütter mit ihren Bugaboo-Streitwagen harmlose Cafés belagern. Die Männer sind die Weicheier geworden. Ich meine, wer bringt den Kindern denn heute noch die Härten des Lebens bei? Ja. Guck mal, wir haben uns damals als Kinder so oft beim Spielen auf die Fresse gelegt, dass wir uns in den ersten 7, 8 Jahren fast ausschließlich von Sand und Fugenmoos ernährt haben. Was so ungefähr den gleichen Nährwert hat wie heute Chicken McNuggets. Wenn sich heute so ein kleiner Kreischköttel lang macht, dann kommen sofort die Eltern angerannt und nehmen den mit zum MRT. Der kommt in die Röhre! Und danach zur Traumatherapie. Herrschaftszeiten, die machen ein Gewese um ihren Nachwuchs, als wäre ihnen da gerade der nächste Dalai Lama durch Muttis Krötentunnel gekrochen. Ja? Also wenn wir damals in Urlaub gefahren sind, so 70er oder sowas, ne? So schlappe 2000 Kilometer nach Rimini in so einem alten Ford Granada, dann haben meine Eltern vorne geraucht, als müssten die an der Raststätte Spessart den neuen Papst präsentieren. Wahnsinn. Ja. Gut. Zumindest hat der Rauch so ein bisschen die Benzindämpfe übertüncht. Und die Eltern? Die Eltern haben erst reagiert, wenn wir Kinder hinten durchgehustet haben. Ja? Dann haben die auch gleich sofort die Gumbay Dance Band Kassette ein bisschen lauter gemacht. Ja. Heute gehen die Väter sogar zum Furzen auf den Balkon. Muss man doch sagen. Oder hier, als die meinem Vater damals den ersten Kindersitz präsentiert haben, da hat er geguckt, als würde er auf das Ding geschnallt, um die Todesspritze zu kriegen. Der Verkäufer legte sich richtig ins Zeug und sagte, Herr Ulm, das ist ein echter Römer-Kindersitz. Ja, dann frag dich mal, warum die ausgestorben sind, ja? Das ist echte Sicherheit für ihr Kind, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob du mich richtig verstanden hast, aber der Kleine, der soll nicht nochmal den großen Preis vom Nürburgring gewinnen. Ja, aber im Falle einer Bremsung, ja, habe ich immer noch eine fette Windschutzscheibe. Ja. Und da muss er mit seinem Dickschädel erstmal durch. Ja.
Was für eine Hysterie heutzutage, ja. Ich meine, in Bangladesch, da kommt die nette Frau vom Jugendamt höchstens mal vorbei, um nett nachzufragen, warum denn das Kind schon nach 14 Tagen von der Nähmaschine weg ist, ja. Hier in Deutschland dürfen sich die Kinder nicht mehr mal was beim Rasenmähen dazu verdienen, ja, weil denen ja nicht zuzumuten ist, wie grausam die Halme geköpft werden. Ja. Das wird immer wahnsinniger hier. Ne, ja. Oder Geburtsvorbereitungskurse. Man sollte meinen, nur was für die Frauen. Ja. Klar, die kommen damit gut klar. So einfach vom Wegen. Erwachsene Männer sitzen im Kreise hinter ihren Frauen und hecheln mit denen um die Wette. Als wäre man beim Porno-Karaoke. Ja? Mein Alter hat früher in der Kneipe gewartet. Bis einer vorbeigekommen ist und ihm erzählt hat, nicht wahr, dass er Vater geworden ist. Ja. Dann ist er aber auch fast sofort los. War doch rechtzeitig da, um mir die Schultüte zu überreichen. Ja. Ging auch, ne? Oder was habe ich da jetzt gehört, was da geht? Babyschwimmen. Plötzlich sitzen da früh verspeckte Jungväter im Wasser und schlucken verdienten Rentnerinnen das Chlor weg. Ja. Irre. Ein Hallenbad morgens um 7, das hieß bei uns Jugendlichen früher immer Gerontensuppe mit ganzen Früchten. Ja. Da konntest du schon deshalb nicht schwimmen gehen, weil die Alten von den ganzen Franz-Brandweinresten an den Beinen aus dem Schwimmbecken ruckzuck ein Erkältungsbad gemacht haben. Jetzt hocken die da mit ihren Blagen da drin, ne? Nein, Babyschwimmen, das hieß bei meinem Vater früher immer, dass er sich beim Spaziergang durch den Stadtpark ja immer mal wieder mit einer jungen Frau verquatscht hat, während ich regelmäßig mit samt Kinderwagen in den Ententeich gerollt bin. Na und, ging auch, danke.